Es ist der feierliche Moment des Gottesdienstes zur Amtseinführung von Erzbischof Herwig Gössel, als sein Vorgänger Ludwig Schick ihm den Bischofsstab übergibt, den er selbst 20 Jahre lang leiten durfte. Es ist Gabe und Aufgabe des Hirtendienstes in unserer Erzdiözese und in der ganzen Kirche. Der gute Hirte wird dich tragen und leiten, und du wirst nach seinem Vorbild ein guter Erzbischof für uns werden. Der gute Hirt segne dich und behüte dich. Es war schon auch ein sehr berührender Moment, diesen Stab zu übernehmen. Und als ich ihn dann hatte, war ich erstaunt, wie schwer er ist. Ist ja auch ein Zeichen. Da muss man aufpassen, wenn man um die Kurve geht, dass man nicht aus der Kurve getragen wird, so schwer ist er. Aber es ist ja auch ein Zeichen für die Aufgabe vielleicht. Die schwerste Aufgabe wird es sein, die Menschen wieder mehr mit der Glaubensbotschaft in Berührung zu bringen. Ich wünsche ihm viel Glück, Gottes Segen, viel Kraft dabei. Die Kirche hat eine wichtige Aufgabe für unseren Staat. Der Freistaat Bayern steht zur Kirche. Allein was geleistet wird im sozialen Bereich, in der Bildung, auch im Religionsunterricht, das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich selber bekenne mich eben auch zum christlichen Glauben. Und deswegen ist dieser Glaube für die Prägung unseres Landes von ganz besonderer Bedeutung. Und dabei viel Mut, viel Kraft, auch wieder viele Missionsarbeit zu leisten. Zwar nicht nur irgendwo in der Welt, sondern auch bei uns daheim. Wir freuen uns auch seitens der Staatsregierung, seitens der Landespolitik, dass mit Herwig Gössel einer, der sich hier auskennt, der hier zu Hause ist, der durch und durch ein Kind unseres Bayern- und Frankenlandes ist, diese Position übernimmt. Und wir wünschen ihm von ganzem Herzen viel Glück, Erfolg und Gottes Segen. Ja, er macht einen sehr bürgernahen, einen unbekümmerten, einen zugewandten Eindruck. Und das, glaube ich, hilft ihm sehr, dass er den engen Kontakt zur gesamten Bürgerschaft in Bamberg haben will. Denn wir müssen ja alle Möglichkeiten nutzen, um den Zusammenhalt in einer Stadt zu stärken. Und hierbei spielt der Erzbischof eine entscheidende Rolle. Mit Herwig Gössel bekommt die Stadt Bamberg einen obersten Hirten, der bekannt dafür ist, auf die Menschen zuzugehen und der sich der Verantwortung seiner Position absolut bewusst ist. Also wirklich der emotionalste Moment war, als ich zum ersten Mal vor der Kathedra stand, nicht einmal als ich saß, aber als ich da stand und die ganzen Menschen gesehen habe und diese unglaubliche Erwartung und Freude und Dankbarkeit irgendwo auch gespürt habe, das war der packendste Moment für mich. Und gerade die Erwartungen an den Bamberger Erzbischof und an die gesamte katholische Kirche sind aktuell größer denn je. Inklusion, Vielfalt ist überall ein Wort, in den Schulen zum Beispiel. Und dann soll es in der Kirche natürlich erst recht gelten, dass Menschen aller Couleur und so weiter, also die ganze Bandbreite der Vielfalt von der Kirche akzeptiert würde. Also ich finde es immer schwierig, irgendwie irgendwas anzukreiden oder sagen, dass es im Argen liegt. Das würde ich eigentlich gar nicht so sagen, weil jeder, finde ich, sollte in die Kirche gehen, wenn er in die Kirche gehen will oder nicht in die Kirche gehen. Aber vielleicht hat die Kirche ein bisschen Kontakt zu der Jugend verloren. Warum sind Sie denn genau hergekommen? Ja, natürlich ist da ein großes Stück Neugier dabei, das ist ganz klar. Aber ich fühle mich ja auch meinem Glauben sehr verbunden und freue mich, dass wir jetzt einen neuen Erzbischof haben, den ich allerdings nicht sehr beneide um seinen Job. Ich finde ihn jemanden, der sehr gut zuhören kann und bei dem der Mensch im Mittelpunkt seiner Entscheidungen steht. Also ich habe einen sehr guten Eindruck von ihm als Weihbischof schon gehabt und das wird sich auch als Erzbischof bestätigen, da bin ich mir ganz sicher. Herwig Gössel übernimmt wahrlich kein leichtes Amt, aber das will er auch gar nicht. Was er will, ist den Menschen die Kirche wieder näher bringen. Weil es wird ja vielfach versucht und es gibt ja auch Ideen, aber es packt nicht so richtig an. Und ich glaube, man muss halt kleine Schritte gehen und ich denke, so Freudenerfahrungen, wie wir sie heute haben, die sind da ganz wichtig. Wenn es nach Erzbischof Herwig Gössel geht, gerne in Zukunft lieber im kleineren Rahmen und im direkten Gespräch.